2016 war das Jahr, in dem die Canon EOS 5D Mark IV auf den Markt gekommen ist. Seither hat sich natürlich viel getan und darum beantworte ich heute die Frage, lohnt sich ein Kauf in 2022? Gekauft habe ich die Kamera Anfang 2020 und seither echt viel benutzt. Sie hat jetzt schon ungefähr 80.000 Auslösungen und ich war viel mit ihr unterwegs. Zum Beispiel in den Alpen in Bayern, am Bodensee, im Schwarzwald oder auch bei mir hier in der Region. Außerdem habe ich viele Auftragsarbeiten damit fotografiert, unter anderem Hochzeiten, Porträts, Business-Shootings, Baby und viele Landschaften. Des Weiteren habe ich auch etwas oder schon ziemlich viel mit ihr gefilmt und kann darum auch was zu der Videofunktion sagen. Starten wir erst mit dem Positiven. Also erstens die Größe vom Body. Einfach perfekt, nicht zu groß, nicht zu klein und sie liegt super in der Hand und die Buttons, also die Knöpfe, sind richtig gut platziert. Alles ist da, wo es hingehört und wenn man schon vorher mit Canon fotografiert hat, fühlt man sich da wie zu Hause. Der zweite Aspekt ist die Robustheit. Die Kamera ist einfach mega robust und hält jedem Wetter stand. Zumindest jedem Wetter, welches ich meine Kamera ausgesetzt habe. Das war zum Beispiel Schnee im Schwarzwald und zwar nicht gerade wenig, da war sogar etwas Wasser unter dem Kopfdisplay. Ja, ist jetzt nicht so gesund, aber sie hat es überlebt. Außerdem habe ich in der prallen Sonne im Juli auf Hochzeit fotografiert. Es war sauheiß, gar kein Problem. Keine Überhitzung oder sonstiges, es war einfach nur traumhaft gut. Also wenn es um Robustheit geht, ist die Canon EOS 5D Mark IV ganz vorne mit dabei. Der dritte Aspekt, der positiv auffällt, ist der Autofokus. Das Coole an der 5D Mark IV ist, dass sie, wenn man durch den Sucher schaut, wie eine ältere Spiegelreflexkamera funktioniert, aber sobald man in den Live-View-Modus switcht, sozusagen eine spiegellose Canon EOS R hat. Dort ist der Autofokus dann auch genauer. Der Autofokus ist generell sehr schnell und präzise, vor allem wenn man Canon L-Objektive benutzt, aber selbst mit Sigma-Objektiven ist der Autofokus super. Wenn man dann in den Live-View switcht, ist der Autofokus genauso schnell und noch präziser, da dann der Spiegel hochgeklappt ist und die Kamera wie eine spiegellose agiert. Der meiner Meinung nach herausragendste Aspekt ist die Bildqualität. Die Canon EOS 5D Mark IV hat nämlich 30 Megapixel und das ist einfach nur phänomenal. Sie liefert Top-Qualität-Fotos, richtig schön scharf, einen guten Dynamikumfang. Natürlich gibt es da immer Besseres und es wird auch immer gemeckert, ja, Canon, der Dynamikumfang ist jetzt nicht so gut. Meiner Meinung nach ist der schon sehr gut, vor allem bei den neueren Modellen, das heißt 2016 und neuer. Es lassen sich wirklich gut Details wieder hervorheben, wenn das Bild unter- oder überbelichtet ist und das Rauschverhalten ist auch einfach top. Man kann bis ISO 6400 oder 8000 echt brauchbare Ergebnisse erhalten. Und das ist schon hervorragend bei einem 30-Megapixel-Sensor. Der fünfte Aspekt ist Video. Vor allem das Full-HD-Video der Canon 5D Mark IV ist einfach super. Schön scharf, die Farben sind einfach toll und der Autofokus ist mega gut. Vor allem mit dem Following vom Gesicht oder sonstigem. Man kann nämlich einfach auf irgendwas drauf tippen und es wird verfolgt. Außerdem kann die 5D Mark IV auch 4K-Videos. Und das sogar ziemlich gut. Schöne Schärfe, auch die tollen Farben und der gute Autofokus. Allerdings hat man da eine kleine Einschränkung, worauf ich gleich nochmal eingehe. Gut, kommen wir jetzt zum Negativen. Vorab schon mal, es gibt jetzt nicht viel Negatives, aber es gibt schon so ein, zwei Punkte, die mich dann schon stören. Und das wäre zum einen der Crop in Video, also nur im 4K-Video. Denn wenn man in 4K filmt, hat man einen Crop und zwar, ich glaube, 1,7-fach. Und das ist schon sehr, sehr viel. Mit dem 1,75-fachen Crop-Faktor wird dann zum Beispiel aus einem 24mm ein 42mm. Das ist enorm. Klar, man kann damit arbeiten, wenn man weiß, es geht. Man kann auch bestimmte APS-C-Objektive an die Kamera anschließen. Jetzt nicht die Canon-eigenen wegen dem EFS-Mount, aber zum Beispiel das Sigma 1835. Und die kann man dann vollwertig in der dafür ausgelegten Brennweite benutzen. Allerdings ist das schon ein bisschen lästig. Und der zweite negative Punkt, es ist nicht wirklich negativ, aber im Verhältnis schon eher nicht herausragend. Denn die 5D Mark IV kostet immer noch sehr, sehr viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es zwischenzeitlich eine günstigere Alternative gibt, und zwar die Canon EOS R6. Außerdem gibt es ja noch die EOS R, die sozusagen die kleine Schwester von der 5D Mark IV in spiegellos ist. Die ist allerdings meiner Meinung nach nicht so gut wie die 5D Mark IV. Also lohnt sich jetzt ein Kauf einer 5D Mark IV im Jahre 2022? Ich würde sagen, ja. Allerdings nicht, wenn man die Kamera neu kauft. Denn wenn man die Kamera neu kauft, zahlt man einfach zu viel, meiner Meinung nach. Wenn man die Kamera dann aber gebraucht kauft, erhält man echt viel für sein Geld. Gebraucht gehen die nämlich um die 2000 Euro weg. Aber was denkst du? Ab in die Kommentare damit.
Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Abonniert den Kanal, liked das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal.